Und damit sage ich Hallo und Hype und Blub und Aqualand, Aquatic Pack, Planet Zoo, Pre-Release Video. Mein Name ist Keen und ich bin gehypt, ne? Wie wahrscheinlich die komplette Community, die komplette Planet Zoo Familie. Heute ist es soweit. Und ich habe einen kleinen Zoo gebaut, allerdings hatte ich so ein Speicher, so ein Speicherproblem. Was heißt Speicherproblem? Also mein Save Game war mittendrin mal defekt, ne? Und ich musste dann ja nochmal anfangen. Und da ich von Frontier, Dankeschön nochmal dafür, einen Pre-Release Key bekommen habe, den aber, unmittelbar davor eigentlich, fehlt mir jetzt so ein bisschen oder fehlte mir die Zeit, das Ganze hier noch zu vollenden. Und das macht aber nichts. Da haben wir gleich wieder eine Baustelle, die wir im Twitch-Livestream vollenden können. Und geplant ist es, den Zoo, ich hoffe, dass es alles so funktioniert, ne? geplant ist es, dass dieser Zoo dann als so eine Art Starterzoo in den Workshop, in den Steam Workshop geladen wird. Und ich, während ich hier weiter quatsche, fliegen wir hier gleich mal durch. Also, in diesem Zoo ist sehr viel verbaut, was im neuen DLC vorhanden ist. Ihr seht hier schon Skulpturen und Bilder und neue Schrift und keine Ahnung. Wobei die Schrift, die ist im Update, im kostenlosen Update 1.4, was auch am selben Tag zur selben Zeit released wird, kostenloserweise. Und ich muss mal kurz Play drücken, ne? Und da seht ihr hier oben schon so ein paar, es ist Effektzeit. Wir haben einen neuen Effekt und das ist letztendlich so ein aufsteigenden Blaseneffekt hier, so ein Unterwassereffekt. Ich habe hier zwei kleine Aquarien hier im Eingangsgebäude gesetzt. Das ist letztendlich hier so ein Weg, den ich hier drüber gesetzt habe. Ne, so ein Kiesweg. Hat hier richtig schön reingepasst. Und wir fliegen einfach mal durch. Und nach dem Zoo-Rundgang, wie gesagt, rügt mich nicht. Der Zoo ist noch nicht fertig. Aber ich will euch trotzdem zeigen, was bis jetzt hier passiert ist. Und es ist Aqua-Pack steht ja unmittelbar davor, bevor. Hallo, freundlicher Mitarbeiter. Ja. Immer schön lächeln, richtig so. Also hier vorne, diese leeren Flächen hier, die hatte ich schon mal bepflanzt. Die sind leider zum Opfer gefallen hier von diesem Speicherproblem. Ich habe hier auch die. Das ist hier so ein Standard-Blueprint. Die habe ich hier immer mit reingesetzt. Die finde ich richtig schick. Und schau mal, die haben hier. Die haben hier sogar hier, schau mal, was ist denn das? Ist das nicht nice? Also, Wahnsinn. Ich bin da völlig geflasht. Also, das Pack, das hat es wirklich in sich. Für mich, also es toppt sogar noch das Australien-Pack und das war ja schon eine Hausnummer. Und wir kommen mal hier zum ersten, nicht vollendeten. Das ist eigentlich so, das, was letztendlich hier, also an dem Gehege habe ich wirklich am wenigsten Zeit noch investieren können. Aber ihr seht, die Robben und sie schwimmen und sie tauchen und es ist einfach nur drollig. Die Robben haben übrigens auch, das sieht man hier, hier vielleicht nicht, weil man bloß eine sieht. Aber, die sieht genauso aus. Die haben auf alle Fälle hier, ne? Die haben unterschiedliche Skins. Und schaut euch mal diese,
diese Texturen an. Warum liegst du eigentlich auf dem Futtertablett? Das ist ja echt. Ja, genau. Und wälzt dich noch ein bisschen, ne? Mitten auf dem Futtertablett. Nee, das liegt letztendlich daran. Ihr seht hier schon diesen Steg. Und wir gehen danach nochmal in die Einzelteile rein. Aber das ist hier ein neuer Schlafplatz. Deswegen pennen die hier. War vielleicht nicht so günstig, dass hier das Futtertablett liegt. Ist auch egal. Aber diese Texturen, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Also, wie gesagt, rügt mich nicht. Dieses Gehege ist bei weitem noch nicht fertig. Ihr seht auch hier den neuen Futterspender. Hier werden Fische ausgespuckt. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht drauf geachtet, ob das irgendwie, also ob das mal jemand frisst, was hier alles so rausschwimmt. Und die füllen sich scheinbar automatisch. Also habe ich auch noch niemanden tauchen sehen, der das Ding hier auffüllt. Von daher, ja, gehen wir mal weiter. Also hier so ein kleines, so eine kleine Plattform. Das kennen wir ja aus dem Trailer, ne? Also war diese Plattform, wo der Pinguin aufgetaucht ist. Also, das sind die Robben. Und ich weiß, ne, aus der Community, es waren schon welche richtig gehypt auf diese Robben. Lieblingstier und so weiter, hieß es. Ist wirklich schick. Wirklich schick. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, ich sehe gerade hier, ich habe hier vorne steht noch Cartman. Ja, ich habe ja geschaut, wie groß die Leute sind. Und da habe ich mir hier so einen Eric Cartman gebaut. Ne? Im Steam Workshop. Alle Links in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir machen auch hier erstmal, oder was heißt erstmal? Wir gehen mal hier. Das Gehege ist schon weitaus. Ihr seht schon hier jede Menge neue Pflanzen und so weiter. Das ist schon ein bisschen weiter ausgebaut. Das ist auch noch nicht final. Also bei den Gehegen habe ich generell noch Nachholbedarf. Aber hier habe ich zumindest schon mal so ein bisschen Vegetation auf den Meeresgrund gesetzt. Auch wieder hier mit Futterautomat. Der Futterautomat auch komplett anpassbar von den Farben. Also der gelbe Ring scheinbar nicht. Aber der Fisch, dieses Grau hier vom Hauptcontainer und hier hinten diese Abdeckung hier in diesem Schwarz, was ich da hier gewählt habe, die drei Farben, die kann man einstellen. Die Quietscheentchen haben wir ja auch schon mal gesehen, warum die jetzt hier so komisch schwimmt, keine Ahnung. Hashtag Werbung, ne? Hashtag Werbung, ganz groß. Die Enten kann man auch einfärben, also Schnabel und Ente selbst ist farblich anpassbar. Flup. So, die Pinguine. Haben wir natürlich wieder einen günstigen Moment rausgesucht, ne? Also, die liegen alle hier so rum und machen Spektakel. Also, die sind richtig laut, ne? Die sind richtig laut, aber ich feiere die Tiere, ne? Die Pinguine, die sind wirklich Kult. Ich habe sogar gesehen, wenn die nebeneinander herlaufen, dann kann es mal passieren, dass der eine dem anderen irgendwie hier so einen Schubser gibt oder so einen Klatsch gibt mit dem Flügel. Also, urkomisch die Tiere. Ja, und ihr hört schon, ne? Die machen richtig Betrieb, wenn hier Hochsaison ist oder, der Hit ist ja, ne? Die Pinguine. Bis zu 500 Tieren. Also wir erinnern uns an den Flamingo, ne? Der hat auch so eine enorm große, Zahl. Mich würde ja mal interessieren, taucht ihr auch irgendwann mal wieder? Also ich habe euch schon tauchen sehen. Im Moment schwimmen sie bloß. Ich wollte euch doch mal tauchen sehen. Los, zeigt. Zeigt, sonst muss ich euch mal anpacken hier und mal hier so ein bisschen in tieferes Wasser setzen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, hier, guck.
wie genial das aussieht, ne, wenn die rennen. Aber im Moment schwimmen sie bloß, die möchten nicht tauchen. Ist auf alle Fälle, ja, sieht letztendlich genauso grandios aus wie auch bei den Robben. Hier haben wir doch. Guck. Und die sind auch richtig flink unterwegs hier, ne? Durch den Felsen, na genau. Hat einen stumpfen Schnabel. Ist das herrlich. Wo ist er denn? Der ist zu schnell für mich. Aber sieht das nicht genial aus, wie die hier durchs Wasser gleiten? Genial, genial, genial. Also, ja, wie gesagt, ich bin hier auch noch nicht fertig, ne? Das ist alles noch so im Bau, deswegen steht auch hier noch so eine Skulptur hier rum. Alles noch in der Entstehung. Wenn ihr das Ganze verfolgen wollt, schaut auf Twitch vorbei, ne? Das läuft auf Twitch im Livestream. Ja, ich weiß, das ist der nächste Zoo, den wir jetzt hier anfangen. Wir haben noch ein paar offen, ne? Das ist mir nicht entgangen. Und das werden wir auch jetzt so nach und nach beenden. Wir jetzt erstmal die Zoos. Aber der steht erstmal ganz weit vorn, weil den möchte ich so schnell wie möglich hochladen. Ich hoffe, dass es, wie gesagt, funktioniert. Ich hatte hier anfangs noch so ein paar Gästeprobleme. Ich habe den aktuell auch geschlossen. Die Gäste sind bis zum Eingang gelaufen und dann wieder umgedreht. Das muss ich mir nochmal anschauen. Das ist alles Custom Building hier. Also sprich, hier habe ich mich mal so ein bisschen kreativ ausgetobt. Ich bin hier auch noch nicht ganz fertig. Also hier diese Umrandungen, ne, die müssen hier noch irgendwie anders werden. Aber hier ein kleines Building hier mit Shops und Toilette. Das Ganze auch so ein bisschen, ja, beleuchtungstechnisch. Aber der Zoo ist auch noch nicht komplett ausgeleuchtet. Das ist hier so ein Standard-Blueprint, den es im DLC mitgibt. Wie gesagt, wir gehen dann da alles nochmal einzeln durch. So, dann laufen wir mal weiter. Hier habe ich schon mal angefangen, ein Ottergehege zu bauen. Auch hier wieder mit jede Menge Vegetation. Also wir haben hier wirklich verschiedenste Pflanzen. Das sind hier zwei verschiedene. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Schilf versteckt hier, ne? Also man kann hier richtig schön Meeresboden hinzaubern jetzt mit diesen ganzen Sachen, die es jetzt gibt. Ich bin auf alle Fälle, ja, ne? Muss fertig werden hier. Das Gehege ohne Baum und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie es denen hier letztendlich geht. Ich glaube, die sind noch nicht so 100% zufrieden. Die finden den Platz nicht toll. Ach, guck mal, das ist nicht tief genug. Das ist auch eine neue Anzeige hier, ne? Also die brauchen 180 Quadratmeter. Na gut, das sind auch sehr viele Otter hier drin. Die haben aktuell aber gar nichts und das heißt tiefes Wasser, ne? Also, und tiefes Wasser geht los bei 4 Metern. Ich bin mir jetzt nicht so richtig sicher, sollen das keine... Ne, es sind keine, nicht ganz 4 Meter, ne? Na gut, Handlungsbedarf, deswegen werden die hier auch nicht tauchen. Die Tiere tauchen wirklich erst, wenn die 4 Meter erreicht sind. Aber so ganz ohne Pflanzen, so ein Gehege, ne? Also hier oben, das sieht schon echt komisch aus. Wie gesagt, hier bloß mit dem Wegzaun das Gehege abgegrenzt, das reicht, ne? Die springen da nicht drüber. Auch hier neue Teile, schauen wir uns dann alles nochmal im Detail an. Hier seht ihr es aber schon mal verbaut. Das ist diese Tapete, ich habe es immer als Aufkleber oder Sticker oder sowas habe ich es bezeichnet, weil so eine, also die wörtliche Übersetzung war wirklich Aufkleber. Ja. Das ist sie letztendlich. Es gibt aber noch eine andere. Und die haben wir bei den Pinguinen hinten an der Wand gesehen. Da springe ich nochmal ganz schnell hier rüber. Hier hinten diese Arktik-Kulisse. Das sind letztendlich genauso auch diese... Das ist wie so eine Panorama hier. Das ist ein Bild passt da ans andere. Das kann man hier zusammenstückeln, bis man... Keine Ahnung, bis man schwarz wird. Das
gibt es in verschiedensten Formen und also das ist letztendlich kein Aufkleber, das ist letztendlich ein ja, so eine Art Wand, ja, was sagt man dazu, ein Wandstück, ein dünnes, ne? Also gibt es in den typischen Wandformen. So, und jetzt kommen wir hier nochmal, der krönende Abschluss ist diese Schildkröte und die wird die wird einzeln nochmal im Workshop landen, unabhängig davon, wann der Zoo dann fertig wird, aber die werde ich relativ zügig jetzt auch mit hochladen und das sieht dann letztendlich genauso aus im Workshop, wie es auch jetzt hier aussieht. Wir haben hier einen, ja, so einen Dombau in Schildkrötenform. Diese Schildkröten hier, ne, die finde ich so herrlich. Und hier haben wir das nächste Tier hier vorn. Ich tauche hier gleich mal rein, da sieht man sie ein bisschen besser. Die Diamantschildkröte ist das. Ist ein relativ, also ein sehr kleines Schildkrötchen. Ich finde die aber auch, also so von der Bewegung her und letztendlich vom Aussehen, ich finde das richtig gelungen. Ne? Das sieht, guckt euch mal die Schuppen an den Füßen. Wahnsinnig. Aber, und jetzt kommt das Aber, jetzt steht hier fest, ne? Vivarien. Ich hatte ja gehofft und es waren sehr viele Diskussionen, gibt es größere Vivarien oder gibt es vielleicht sogar, und das war ja so meine Hoffnung, dass man Vivarien zusammensetzen kann und die dann letztendlich zu einem großen werden, so eine Art Baukastensystem, modular, aber ist es nicht. Es ist letztendlich, ja, wie man die Vivarien kennt. Leicht ist schade. Ich höre auch bei euch so, oh, jetzt gerade so rüber, ne? Ja, was soll man sagen, ne? So, und dann kommen wir hier zum letzten Tier, was wir noch nicht gesehen haben, aus dem DLC. Und das ist der Kaiman. Und das ist irgendwie ganz kleiner, ne? Hier unten schwimmt er, ne? Seht ihr, ne? Also, ach du lieber Himmel, und die haben Nachwuchs. Ach du lieber Himmel, und die haben sowas von Nachwuchs. Typisches Krokodilproblem. Das ist ein kleiner. Da hat man 5 Minuten mal nicht aufgepasst, ne? Und schon ist die Hütte voll. Sieht so ein bisschen aus wie ein Drache, ne? Bloß hier so... Huch. Drachenoptik. Und der taucht tatsächlich auch. Allerdings wird er hier nicht tauchen, weil hier, ne, viel zu flach das Wasser. Und ich gehe auch hier nochmal, übrigens hier auch, neue. Das ist eine Pflanze, ne? Das, nicht, dass ihr hier komische Sachen denkt, das ist wirklich eine Blume. Und ich springe nochmal einen kurzen Schritt zurück und dann schauen wir uns das Ganze hier nochmal bei einem, ja, etwas düsteren, ja, späteren Zeitpunkt, ne? Also so mit Dunkel und Licht. Und ihr kennt ja aus dem Reptilienparadies, ich habe ja die Gehege, die leuchte ich ja immer ganz gern so aus, ne? Und genau das habe ich hier auch gemacht. Ich habe mich hier für so einen bräunlichen Ton entschieden. Da kommen da wirken die Farben hier nochmal irgendwie komplett anders, als wie wenn man es jetzt grün, blau, weiß ich was macht. Fand ich schick. Und das ist letztendlich, wie gesagt, noch nicht komplett fertig, aber das ist das Aqualand, so ein kleiner Starter zu soll das werden. Wir schauen uns jetzt mal, da haben wir hier schon einen Riesenotter, denn ja, dann fangen wir einfach mal von unten an, ne? Oder ist es das? Ja, ne? Gibt's hier noch einen anderen? Nö. Riesenotter war, glaube ich, der. Genau. Fangen wir einfach mal bei dem an, weil er ist gerade ausgewählt. Das ist er.
5000 gibt's bloß noch, stark gefährdet. Und mir ist bei den Pinguinen hier, ist mir was aufgefallen. Es gibt einen Kontinent, den kann ich noch nicht als Filter auswählen. Ich weiß nicht, ob das nachgereicht wird. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Ja, bis 15 Tiere funktionieren, ne? Und ihr schaut es euch dann einfach an, ne? Holt euch das Pack und schaut es euch an. Es ist auf alle Fälle, das ist auf alle Fälle wert. So, dann scrollen wir mal hier. Haben wir den Königspinguin. Bis zu 500 Tiere. Absoluter Wahnsinn. Das ist er. Nicht gefährdet. Den gibt's noch ordentlich, ne? Auch nicht gefährdet. Die Robbe und das Bild, das ist so göttlich, ne? Zu knuffig. Nordamerika, Europa. Achso, beim Königspinguin. Beim King Pinguin. Hier, Antarktis. Gibt es aktuell noch nicht im Filter. Habe ich zumindest jetzt nicht gesehen. Mal sehen, was morgen passiert. Ne? Beziehungsweise nicht morgen, sondern ja, wenn das Video online geht, dann ist es quasi heute. Ob da eventuell noch was nachgepatcht wird oder so, das lassen wir uns überraschen. So, ich ziehe mal hier ein bisschen Geschwindigkeit an. Was haben wir jetzt? Wir haben den Otter gehabt. Die Diamantschildkröte fehlt noch, ne? CF. Wo ist er denn? Hier. Typisches Vivarientier. So sieht's aus. Und letztendlich fehlt dann noch der Stirn. Kaiman, meine Güte. Lass mal die Zunge sortieren. So, okay. Das ist der kleine Zoo, wie gesagt, auch so ein paar Sachen hier noch im, so ein paar Testsachen sind dabei. Ich bin, wie gesagt, aufgrund von Speicherproblemen oder Safe-Game-Problemen konnte ich das leider nicht vollenden. Ich hätte es ganz gern gleich, ja, mit Release dann gleich hochgeladen als Starter-Map. Wird folgen, wenn der Spielstand mag, ist das so. Okay, dann gehen wir mal ganz schnell durch. Ich mach mal den Filter, Inhaltspakete, Aquatic-Pack und es gibt wirklich, ihr seht schon, ne, es gibt wieder mal sehr viel Sachen. Ich hau hier nicht alles raus. Eine Brücke gibt es zum Beispiel, ne, und dieses Ding hier, ich versenk's mal ein bisschen, dann müssen wir uns nicht ganz so drehen. Das ist letztendlich, wie so eine Lampe ist das, ne? Die Strahler und dann sind hier nochmal diese kleinen Bodenstrahler hier nochmal mit oder Wegstrahler sind nochmal mit integriert. Letztendlich eine Custom-Bau. Verschiedene Vivarientypen, also von der Größe her, ne, sieht auch richtig schick aus. Die haben wir ja schon gesehen, ne, das sind diese Mitarbeitergebäude. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf alles ein. Hier so ein kann man sich auch zusammenbauen. Ich will euch gleich noch die Bauteile zeigen. Wie gesagt, schaut es euch einfach mal an. Es sind richtig schöne Blueprints dabei. Die Schildkröte zählt nicht. Die ist nicht mit dem Pack. Ne? Die gibt es im Steam Workshop dann. So, und da sind wir hier letztendlich. Inhaltspaket, Aquatik. Und dann gehen wir erstmal durch. Es ist so viel. Ne? Ihr seht schon hier, es ist wirklich. Es ist. Sehr viele Skulpturen. Also die Skulpturen sind wirklich der Wahnsinn. Also von der Anzahl her. Ich tue jetzt mal bloß so ein paar raus. Also bloß, dass man es mal kurz gesehen hat. Es sind wirklich verdammt viele. Und jetzt kommt's. Alles, was hier diese hellen, sind farblich anpassbar. Ihr könnt die ganz lustig designen, in welcher Farbe auch immer. Alles, was hier hell ist, auch die, ne, farblich anpassbar. Und das ist der große, ja, das ist der Punkt im Aqua DLC. Es ist hier so viel farblich anpassbar, das ist wirklich, also ich war geflasht, wo ich das erste Mal gesehen habe.
So, dann hier die lustigen Schilder. Entschuldigung, falsche Taste. Gibt's hier auch, also ja, ne, mehr als. Dann haben wir hier, was ist das hier, so ein gebogenes Schild, wie auch immer, ne? Also da könnte man dann in so eine Säule ranmachen, nehme ich mal an. Das kennen wir hier schon vom Eingangsgebäude, das habe ich dort mit verbaut. So, dann haben wir hier ich glaube, das wird als Totholz oder sowas, also unechter Fels. Also ich würde fast sagen, das ist hier, das ist wie steinernes Holz, sieht es fast so ein bisschen aus. Und das ist auch dieser Baum, den ich vorhin gezeigt habe, der Blueprint. Der ist aus diesen Teilen hier gebaut. Na, da gibt es hier den dicken Stamm und dann die ganzen Äste dazu. Lampen haben wir ja schon dreh mich mal um hier, ne? Haben wir ja letztendlich schon im, in den ganzen Bildern, Screenshots, Video, der Trailer und so weiter, haben wir das schon mal gesehen. Es gibt auf alle Fälle diese Lampen, es gibt ein Geländer und das war, wir haben uns ja sehr oft drüber unterhalten und ich dachte, das wäre so ein Custom-Geländer aus dem Australien-Pack, diese Rohre, aber das ist noch feiner hier und das ist wirklich ein komplettes. Das Ganze gibt es nochmal hier als Zaunpfahl und gebogen, einmal so rum, einmal so rum, also einmal den Griff innen und einmal außen, ne? So, die berühmte Möwe, die wurde ja auch schon, ja, ne? Wird vielleicht ein Flugvogel-DLC oder irgend sowas in der Richtung, ne? Irgendwas, was in die Lüfte geht, das nächste sein, wurde ja schon gemunkelt, weil wegen der Möwe, ich weiß es nicht. Aber ich denke, fliegen ist, also die Tiere fliegen lassen, ist nochmal eine andere Geschichte. So, dann haben wir, na, als Tauchen, das meine ich. Dann haben wir hier so eine, ja, Grünteppiche. Ich weiß nicht so richtig, wie ich es nennen soll, ne? Das ist ja so eine bepflanzte Holzwandtafel. Okay, dann lassen wir das so stehen. Das sind diese Sticker oder Aufkleber oder ja, letztendlich ist es eine Wandtapete, ne? Die gibt es, wie gesagt, hier, ihr seht schon, in sämtlichen Variationen, wie man auch Wände hat. Ich lege sie jetzt nicht alle raus. Hier haben wir die Wände, auch die farblich anpassbar. Das ist die Farbe, die ich bei dem Otterhäuschen verwendet habe zum Beispiel. Und wir haben drei, und das wundert mich ein bisschen, wir haben drei frei bewegliche Bauteile. Das sind diese drei hier. Was aber fehlt, das ist der einmal einen Meter. Ich habe keine Ahnung warum, aber den gibt's nicht. Den hätte ich tatsächlich schon an einer Stelle gebraucht, ne? Aber wie es ist, ne? Was nicht da ist, das genau das braucht man dann. So, dasselbe nochmal mit diesem mit dem Arktik-Thema. So, dann die Dächer, auch diese Dächer. Ihr seht schon, vier verschiedene Farben. Also ihr könnt hier, das letzte ist hier diese Holzleiste hier ringsrum. Hier, diese Leiste hier ist das helle. Und die drei ersten Farben sind die Schindelfarben. Könnt ihr alles komplett anpassen. Ist es genauso auch hier, das Flachdach, anpassbar von der Farbe her, anpassbar von der Farbe her. Das sind diese Blub, die neuen Effekte. Und damit lässt sich richtig gut was machen. Die muss ich übrigens noch beim Otter und überhaupt, die muss ich mal noch so ein bisschen in den Teichen versenken, fällt mir gerade so auf. Und es wurde auch schon im Livestream mal so gesagt, es gibt neue Wasserfälle. Das ist doch ein neuer Wasserfall. Und ich dachte so, ja, letztendlich glaube ich nicht, ne? Es ist aber so. Es sind hier künstliche Wasserfälle. Komplett mit Effekten. Also Flussrichtung und Wasserfallkante, ne? Hier. Wasserfallkante, der Wasserfall an sich und der Aufprall-Effekt. Das gibt es in drei verschiedenen Größen.
einmal hier so ein 4x4, also so ein 4er-Würfel, dann hier so ein 8x4 und das Ganze hier nochmal hochkant gestellt. 4x8. Das ist, ja, genau, das waren die Bauteile in den Einrichtungen. Jetzt muss ich ganz schnell mal schauen. Gibt es hier noch was Aquatisches? Ja, haben wir. Es gibt Bänke. Die kann ich jetzt natürlich nicht setzen, weil ich keinen Weg hier habe. Achso, Wege. Wege. Haha, Leute. Wege. Es gibt neue Wege. Es gibt einmal diesen Weg. Der sieht relativ unspektakulär aus, ne? So ein Naturweg. Was allerdings, Weg mit Geländer mal raus, der sieht letztendlich so aus, wenn man ihn ohne Geländer setzt. Auch schick. Dann, das ist übrigens Teil vom kostenlosen DLC. DLC, Quatsch, vom kostenlosen Update 1.4. Also zumindest war es so angekündigt, ne? Und das sind die, diese Aquawege. Ja, ne? Man hat's mal gesehen. Man hat's mal gesehen. So, wo wollte ich hin? Einrichtungen. Aqua, genau. Da haben wir die Mülleimer. Die sind komplett anpassbar. Also die drei Farben. Erste Farbe hier oben das Holz. Zweite Farbe hier dieser Ring. Dritte Farbe der eigentliche Mülleimer. Anpassbar. Die Schirme. Auch komplett anpassbar. Und die Bänke, genauso wie die Mülleimer auch, anpassbar mit zwei Farben. Tischplatte und der, ja, der Fuß letztendlich. Hier gibt es noch eine Farbe mehr, weil hier wieder so ein Ring dazu ist. Oh, Entschuldigung. So, Natur. Und in der Natur haben wir ja natürlich hier, da haben sie uns mal richtig was Gutes getan. Hier, Moment, Inhaltspaket, aquatisch. Hier diese Steinteile. Unechter Fels. Gab es schon im Baumenü, ne? Und es gibt künstliche Felsen und die sind, ja, was wohl, ich wiederhole mich, farblich anpassbar. Man kann hier zwei verschiedene Farben bestimmen. Zum Beispiel einen Schneefelsen mit so ein bisschen Eislook oder sowas, ne? Also es ist letztendlich weiß mit so einem bläulichen Schimmer, ne? Also das Ganze könnte man noch hier so orange und so, ne? Ihr seht schon. Kann man alles anpassen. Schaut es euch an. Gibt es in verschiedensten Größen. Auch hier wieder so kleine Häufchen. Ich lege sie einfach mal raus, ne? Alles farblich anpassbar. So, dann sind wir sind immer noch nicht durch. Beim Gehege. Im Gehege gibt's, haben wir gesehen, ne, diese Plattform. Dann gibt es hier so einen Steg. Das ist aber bloß die halbe Wahrheit. Zu dem Steg gibt es nämlich auch noch, also das ist hier ein Schlafplatz letztendlich, ne, so eine Schlafmöglichkeit. Hier gibt es aber noch, und da muss ich glaube ich mal, Moment, ich habe ja hier Otter drin, das ist ja Blödsinn. Inhaltspaket, aquatisch. Genau, hier sieht man es. Es gibt noch hier so eine Querplanken. Die sind auch richtig schick. Gehören alles zu dem Steg und die Stützpfeiler. Genauso für diesen Steg. Die haben hier an der Seite haben die hier so eine Halb- oder so eine Viertelkreis-Auskerbung. Und dort ist es letztendlich verbaut. Man sieht es hier auch bei diesem fertigen Blueprint. Wie das hier zusammengeschustert ist, sieht letztendlich so aus. Man kann richtig lustige Sachen machen, ne? Und ja, Update 1.4 bringt dann noch mit den Futterautomat, wenn ich ihn finde, hier. Den haben wir ja schon gesehen. Und wir sind immer noch nicht fertig, Leute. Und die... Es ist wirklich der Wahnsinn. Wir haben eine neue Barriere. Dickes Glas. Und die kann sogar gebogen werden.
Das gibt's auch noch mal als Gehegeeingang. So schaut er aus. Also, so viel Neues. Leute, so viel Neues. Und ja, das, wie gesagt, schaut es euch an. Schaut es euch an. Ich bin hier so ein bisschen durchgeflogen. Wir haben hier eine halbe Stunde, knapp über eine halbe Stunde jetzt miteinander hier über das neue DLC gesprochen und auch so ein paar Sachen aus dem Update 1.4 mit aufgegriffen. Ich fliege hier nochmal vor zum Eingang. Leute, ich kann es nur betonen, ne, dass dieses DLC hat wirklich das Zeug, das Australien-DLC zu toppen. Und mit so einer tauchenden Robbe sag ich vielen Dank fürs Zusehen. Es ist nicht mehr lang. Es kommt bald raus, wenn dieses Video hochgeladen ist. Haltet Steam im Auge. Dankeschön, dass ihr gesehen habt. Ja, jetzt kurz vor Schluss versagt die Wortwahl. Links in der Beschreibung. Lasst gern einen Daumen nach oben und auch gern ein Abo da. Kommentiert, ne? Auch konstruktive Kritik gern gesehen. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß mit dem DLC, wer es sich holt. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Keen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, ihr Lieben.